A. G. D. Interaktive. Ja, ihr könnt euch vielleicht schon denken, was jetzt kommt. Jetzt kommt King's Quest Number 3. Uhu. Der Erbe ist menschlich. Oder Erben ist menschlich. Erben ist menschlich, genau. Irgendwie so. Ja, wir spielen jetzt King's Quest 3. Lopines absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten. Die Story mag ich tatsächlich. Die finde ich gar nicht so schlecht. Aber dieser Gegner, dieser Bösewicht. Ich glaube, es gibt keinen Bösewicht, den ich mehr verachte als den, weil der einfach mich beim ersten Mal durchspielen so zur Weißglut gebracht hat. Denn bei diesem Spiel ist es nicht nur so einfach zu sterben, wenn man irgendwo mal runterfallen kann. Nein, oder Floppy, was Dummes macht? Erzähl uns, es gibt nämlich auch noch einen Timer. Uhu. Ja, liebe Freunde, dieses Spiel geht auf Zeit. Richtig. Ach, Vika, jetzt nicht am Mikrofon reiben. Das hört aber man sie in der Aufnahme. Mitspielen. Ja, aber am Mikrofon reiben ist halt nicht so doll. Mal schön. Nimmst du sie mal in den Arm und... Ja, wenn du mir so rübergibst, dann ich nehme ich sie in den Arm. Miezekatze. Miezekatze. Ich hab eine Miezekatze. Ich glaube, ich habe eine Miezekatze gehört. Okay, dann fangen wir mal an und ich erstarte die... ich starte die Eröffnung. Die Eröffnung. Das Opening. Und dann seht ihr schon, was gleich Schlimmes passieren wird. Dreimal verfluche ich deinen Namen. Und vom ersten Fluch an soll es deiner Familie schlechter ergehen. Bald wirst du sehen, dass sie in der schlimmsten Misere sind. Und als dein Feind webe ich den Spruch, der dein Herz verlangsamen wird. Und zu meiner Schande, für dich zur Schande, zu meiner Schande, für dich gleich, werden deine Erben nicht mehr über Darenty herrschen. Was? Warum für ihn zur Schande? For my shame, for you the same. Keine Ahnung. Vielleicht, weil er auch da erstmal jetzt dran betroffen ist. Weil er muss das ja... Aber er ist ja nicht unser Erbe. Nein, aber er muss den Erben haben. Okay. Ihr seht's gleich. Ah, jetzt kapiere ich, was du meinst. Ich habe nur weggeknallt. Alles gut, aber ich habe jetzt kapiert, was du meinst. Ja. Das ist unser Erbe. Ja, das ist Grahams kleiner Cracker. Grahams kleiner Cracker. Ja. Wunderbar. Da liegt er in seinem Bettchen. Ja. Und träumt von großen Crackern. Krümelmonstern. Doch da ist ein Schatten! Und weg ist das Krickerchen. Und beachte die Hände. Der muss mal zur Maniküre. Wir machen gerade das Ganze, die ganze Atmosphäre hin. Es ist düster. Psst. Okay. Mysteriös. Traum. Melancholisch.
Räusperst du gerade in die Atmosphäre? Entschuldigung. Wie man sieht, ist ein paar Jahre vergangen. Der Erbe ist herangewachsen. Zu einem jungen Mann. Gwydion. Heißt Gwydion. Gwydion. Und er hört eine Stimme, die seinen Namen ruft. Weißt du, er sucht gerade nach dieser Stimme? Nee, der ist einfach nur ein Spanner und guckt gern durchs Fernrohr. Ja, es könnte ja auch sein, dass er nach seinem Herrn sucht. Das ergibt mehr Sinn. Deshalb wollte ich wissen, was du denkst. Ist das die Stimme, die sie zu sich ruft? Das ist auch ein Spinnennetz. Hat er mir denn nicht gesagt, er webt den Fluch? Gwydion, what are you doing? Gwydion, Junge, was machst du da? Ich habe nur geschaut. Kannst du es wagen, von deinen Pflichten wegzugehen? Hopp! Zurück zu deiner Arbeit! Ja, Mann, Meister! Ha, hätten deine Eltern das überlebt? Ha, allein dich zu sehen, das hätte sie schon umgebracht. Echt jetzt? Boah, Mann. Sie wären nicht stolz auf mich. Nein, aber das Schicksal meint's gut mit dir. Nicht jeder Waisenjunge hat so gut wie du. Du bist echt glücklich. Du kannst dich echt glücklich schätzen, dass du hier mir dienen kannst. Ja, ich bin auch echt glücklich. Natürlich. Jetzt zurück zur Arbeit. Hopp. Was sonst, ne? So sympathisch, der Mann. Ja. Wie kann man denn sowas sagen? Bah. Bah. Es halt... Das ist die Geschichte des jungen Gwydions. Bis zu diesem Punkt, ja. Naja. Resigniert, macht er halt das, was er machen kann. Er folgt mir dann ins Haus, ne? Und jetzt gehe ich mal kurz in die Option und tue hier mal ein bisschen die Lautstärke anpassen, dass nicht alles sehr, sehr laut noch. Besser ist das. So. Safe. Dann speichern wir mal, weil Speichern ist sehr, sehr wichtig. Und wir machen das erste Safe-Game und nennen es Ins. Sehr gut. Katze. Kann ich die Katze da... Oh. Manon kommt. Ups. Guck dich grimmig an. Mein Office muss mal wieder abgestaubt werden. Hopp. The Office. Jetzt auf DVD. Ja. At Büro. Entschuldigung. At Büro. Okay, dann gehen wir da rein. Das Arbeitszimmer. Nehmen hier den Staubwedel und wutscheln und wedeln. Wutschi, wutschi, wedel die. Wunderhübsch. Wir können das so gut. Das haben wir auch lange gemacht, ne? Mhm. Das ganze Leben. Ja. Aber ich kann mir den Männern gar nicht vorstellen, wie er den als Kind hatte. Also als Kleinkind. Ein paar Sachen muss er mir auch gelehrt haben. Weißt du, ich meine? Ja, wutschen und wählen. Sprechen. So Zeugs, das meine ich. So. Wahrscheinlich müssen wir jetzt einfach unsere ganze Hausarbeit überall machen. Also es ist nicht unbedingt nur in dem Raum, ne?
Irgendwie so war das. Ich glaube, da war Küche, Schlafzimmer. Was ist denn hier rechts? Das sieht nach dem Esszimmer aus. Okay, dann räumen wir hier mal den Tisch ab. Was ist das denn da? Ein Becher. Ein Zinnbecher. Nennen hat es nicht gefallen, seinen Saft in irgendwas anderem außer seinem Lieblingsgefäß zu haben. Okay, wie ein guter Diener nehmen wir das weg. Und dann würde ich sagen, ist das ein Besen da? Ja. Also machen wir nochmal hier ein bisschen sauber. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kannst du so die Sachen, die jetzt so Alltagsgegenstände sind, die nicht unbedingt Männern gehören, auch einstecken. Ja, weil er darf dich auch nicht erwischen mit seinem Zeug. Nee. Dann bist du direkt hin. Musst du irgendwo verstecken. Wahrscheinlich in deinem Zimmer, ne? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo muss man das... Oder zurücklegen? Irgendwie sowas. Was haben wir hier? Your trusty knife is hanging on the rack. Unser Messer hängt da. Das nehmen wir doch mal. So ein Messer ist nie verkehrt. Was ist daneben? Unser Löffel. Servierlöffel. Okay. Was haben wir da? Fleisch, Brot oder Käse und Früchte. Nehmen wir auch mal. Mutton Chop. Ist das Hammel oder was ist Mutton nochmal? Und sowas, oder? Okay. Ich glaube. Jetzt haben wir Brot. Und Früchte haben wir auch. So. Ist hier sonst noch irgendwas? Ja, Matten ist Slum, ja. Aus dem Regal? Was war da? Der Zauberer schaut uns böse an. Einfach nur so. Er ist halt böse. Er guckt halt immer so. Oder die können wir auch noch nehmen. In den Fässern ist nix, oder? Ich guck mal, gibt's hier sonst irgendwas, was wir mitnehmen können im Schrank? Nee. Nö. Was sind denn das für Fässer? Er meint, damit kann man keinen Spaß haben mit den Fässern. Ja, dann machen wir weiter, oder? Okay, das ist Korn. Dann gehen wir hier mal raus. Gefegt habe ich ja schon, oder? Ja, hattest du. Dachte ich zumindest. Dann wahrscheinlich noch ins Schlafzimmer, ne? Kannst du mit dem Bild reden oder dir anschauen? Ich schau das Bild mal an. Es ist ein Gemälde des Zauberers von vor langer Zeit. Du wunderst dich, ob er jemals jung war. Ist das ein magisches Gemälde? Ich rede mal damit. Er ist wahrscheinlich netter als der echte. Da würde ich nicht drauf zählen. Drauf wetten. Sehr schön. Was hat er jetzt? Oh, er geht auf Reise. Jetzt ist die Zeit. War die eben schon grün? Nee, eben war die einfach so beige. Jetzt haben wir drei Phasen. Die erste Phase ist grün, dann kommt gelb. Geh mal weiter an. Und dann kommt rot. So, aber ich glaube, wir sollten hier erstmal. Irgendwas gucken wir hier machen. Achso, ja. Da ist irgendwas, glaube ich. Ah, der Chamberpot, ja. Den müssen wir ausleeren. Und dann können wir ein bisschen rumstöbern. Jetzt müssen wir die Wurst aus dem Fenster werfen. Nein, da ist keine Wurst drin. Oh, Floppy. Du rümpfst die Nase in Ekel und wirfst die stinkenden Inkredenzien hinaus. Fertig, Punkt. Bah. Die Wurst. Da ist... Guck dir die Schränke an jetzt. Nee, ich mache erstmal die ganzen Hausarbeiten, glaube ich. Das hast du doch jetzt alles. Nee, irgendwas fehlt uns noch, glaube ich. Jetzt mach doch da oben mal da. Hopp. Ist ja gerade weg. Okay, dann guck ich mal. Zeit ausnutzen, nicht verplempern. Was haben wir hier? Oh, ein Spiegel. Ein Handspiegel. Den nehmen wir mit. Okay, was haben wir da noch? Ich glaube, man kann immer nur eine Sache, konnte man, glaube ich, übernehmen.
eine Flasche mit einem Katzenkopf drauf. Er muss allergisch dagegen. Ja, siehst du, man kann immer, glaube ich, nur eins nehmen. Okay, was ist das für ein Ding? Katzenminze, okay. Was ist da drin? Ich bin direkt angespannt, wenn dieser Timer läuft. Ne? Ja. Ich mag das echt nicht. Was haben wir da? Lecker. Da ist ein Kakerlake drauf. Mmh, Schokolade. Nein, warte mal. Das sind schokoladenüberzogene Insekten. Lecker. Oh. Lecker. Was haben wir da? Eine Flasche mit einer Schriftrolle drin. Fünf? Eine blaue Flasche mit einem V drauf. Vertigo. Manannen muss Höhenangst haben. Okay, da sind kleine Flaschen. Ah, das heißt ja auch so Schwindel oder so, ne? Heißt das doch, oder? Schwindelgefühl, schwindelig. Weiß nicht, was Vertigo heißt, aber es sind drei Fläschchen mit Haarproben von uns. Ah, schön, ja. Warum nicht, ne? Was ist in dem roten Fläschchen da? Das kann man benutzen, bestimmt. Rosenessenz. Du wolltest doch nie nach einer Rose riechen, aber du nimmst es trotzdem mit. Was ist da mit dem V? Kann man nicht. Du hast kein Problem mit Höhen. Zumindest keins, das du dir eingestehen würdest. Okay, dann nervt der Schreiderschrank noch. Ich bin angespannt. Also es hat die Chance, alles zu nehmen, weißt du? Okay. Was Hüte? Ist da? Guck mal hinter den Hüten. Du siehst nicht gut aus mit Zauberhüten. Okay. Dazwischen war es hinter den Hüten. Okay, cool. Da ist ein alter Zauber, eine Zauberschriftrolle dahinter. Das ist wie eine Map, okay, wie eine Karte. Aber wir können es nicht lesen, da die Tinte verwaschen ist, ausgebleicht. Mm. Ich durchsuche mal. Jetzt ist das Schlimme, man muss jetzt, glaube ich, jeden einzeln durchsuchen. Oh. Ah, gut, gut geklickt. Ein kleiner Kupferschlüssel ist da drin. Nehmen wir mit. Ich glaube, sonst war nichts. Okay, schnell zu damit. Und speichern. Jetzt haben wir nämlich die Gegenstände. Ich mache ein neues Safe Game. Zwei. Okay. Nur zwei, eh? Ja, ich bin angespannt. Wir können gern tauschen. Du kannst gern auch mal ein bisschen spielen. Soll ich spielen? Können wir gleich machen. Aber ich würde erstmal, glaube ich, irgendwo in unserem ja? Zimmer konnten wir das unter dem Bett verstecken, soweit ich weiß. Ich erinnere. Schneller als verstecken. Oh. Floppy. Ist alles gut. Okay, wir verstecken es unter dem Bett. Alles, wenn ihr, wie ihr es richtig seht, sind die Sachen jetzt so blau umrandet im Inventar. Ja, das sind die Sachen, die wir nicht bei uns haben sollten. Genau. Die Sachen, die blau leuchten. So. Geschafft. Gehen wir nochmal hoch? Oben waren wir noch gar nicht, oder? Ja, wir gehen nochmal nach oben. Weil haben wir noch. Geh mal erst hoch, bitte. Ich würde erstmal gern unsere ganzen Hausarbeiten machen. Ich glaube, wir müssen noch die Hühner füttern. Und ich will jetzt echt keinen Stress mit Manannen, wenn er wieder da ist. Ich finde, du verplemperst gerade Zeit. Finde ich jetzt nicht. Ich will halt echt nicht verwandelt werden, weil ich jetzt hier irgendwie nicht meine Arbeiten erledigt habe. Kannst du sonst noch was mit den Hühnern machen? Kannst du da reingehen? Ich guck mal. Hühnchen streicheln. So. Futtert schön, ihr kleinen süßen Chicken Nuggets. Ah, ich kann die hochheben. Und streicheln. Naja, okay. Wir rupfen eine Feder nicht streicheln. Wir rupfen sanft eine Feder sanft. Auf. Wir picken die. Oh, die ist auch blau. Okay, das heißt, war das nicht so, dass wir später irgendwie auch zaubern konnten? Oder gezaubert haben? Ja, ich glaube, wir mussten selber Schriftrollen machen. Yeah, ich gehe mal da rein und verstecke jetzt auch mal die Feder. Floppy, durchatmen. Nee, ich hasse Spiele mit Timer. Ich bin da direkt, wenn so eine Uhr abläuft, bin ich direkt angespannt, muss ich gestehen. Wieso summst du jetzt Löwenzahn? Vielleicht so langsam, ich. Keine Ahnung. So, schnell Feder verstecken. Schön unter das Bett.
Willst du jetzt mal? Wollen wir mal tauschen? Soll ich mal? Ja. Du guckst mich so genervt an, weil ich jetzt langsam bin. Gehen wir jetzt mal nach oben, ja? Ich empfinde mich gar nicht als langsam. Habe ich ja gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich wäre erst hochgegangen eben. Weil wir noch nicht oben waren. Ich wollte einfach nur Zeit. Oh, Katze. Da ist eine Fliege. Oder sowas. Ich mag dieses Icon mit dem Katzenkopf. Hm. Oder Wolf? Ich würde sagen Katze. Kann man die Fliege mitnehmen? Ich klicke da jetzt einfach drauf. You pick up the dead fly and drop it into your hand. Nimmst die tote Fliege und angewidert schaust du sie an. Toll, wir haben eine tote Fliege. Mal was machen. Oh, okay, das wollte ich nicht. Oh, guck mal, jetzt ist blau. Wir haben die Oh, dann schnell weg. Das ist auch so eine Verstecken. Wahrscheinlich ein magisches Ingredienz, magische Zutat. Ja. Die Fliegenflügel. Wir sind ja eh hier oben, dann können wir auch mal nochmal unter das Bett legen, ne? Ja. So. Und ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die Zeit, die färbt sich dann erst gelb, hast du gesagt, ne? Hm, die wird erst gelb und dann rot. Wie so eine Ampel halt, praktisch als Warnung. Also, wenn es gelb ist, sollten wir uns auf dem Weg nach Hause machen, wenn wir jetzt hier... Können wir woanders hingehen, das machen wir jetzt auch mal, weil ich glaube, im Haus ist nichts mehr zu tun. Dann kann ich mich noch ins Dorf gehen und runter da an den Pier und so und zu der Höhle. Und wenn es gelb ist, solltest du dich auf dem Weg zurück machen in Menenens Haus, weil das heißt, der ist unterwegs. Und wenn es rot ist, dann... Solltest du am besten in deinem Zimmer sein, glaube ich, ne? Ja. Also es ist okay, wenn du im Haus bist, aber es ist halt Menenen. Du solltest nicht in seinen Zimmern sein, also nicht in seinem Schlafzimmer oder in seinem Büro. Stimmt. Okay, es schaut dich an. Ein Egel. Der ist bestimmt das da. Ein Adler. Oder? Nee, du musst es aussehen mit... Hab ich doch gemacht. Ja, oder nee, du hast eben... Wohin? Klick mal auf ihn. Ah, dann geht er auch brav an der Seite vorbei, der Gideon. Gut. Und dann fliegt er wahrscheinlich dahin, ne? Ein Egel. Dann haben wir dem erstmal den Hunger gestillt, ne? Kann ich da speichern? Ja, speichern am besten, bevor du jetzt irgendwie... Entschuldigung. Oh, wir müssen auch gleich wieder zurück. Ich sehe gerade, dass die Zeit nochmal, ne? Ja. Soll ich unter 2 machen? Ja, komm. Ist ja noch gelb. Ja. Nimm die Feder. Ah, da ist eine Feder? Ja, der hat eine Feder fallen lassen, der Adler. Immer Angst, dass ich da runterfalle. Ganz kleine Graham-Schrittchen. Wobei, wir sind jetzt nicht Graham, aber trotzdem ganz, ganz kleine... Genau. Wir sind jetzt Gwydion. Immer schön am Rand gehen, Gwydion. Ja, nach oben könntest du jetzt eigentlich... Dann müssen wir das schnell in unser Zimmer machen, ne? Ja, ist das Adlerding auch... Ja, es hat blau geschimmert. Schnell, schnell, ab ins Zimmer! Ich mach ja schon. Ich scheine angespannter als du zu sein. Ja, tatsächlich, gerade bei mir, ich weiß auch nicht warum. Das kommt erst nachher, wenn wir mehr mit dem Mindernen zu tun haben. Jetzt gerade ist er ja weg. Jetzt gerade ist schön. Es ist noch gelb, es ist noch okay, erst ein Ausrufezeichen kommt, dann kommt bestimmt noch gleich mehrere Ausrufezeichen. Okay, unter das Bett. Kann man es aufs Bett legen und schlafen? Können wir schlafen einfach? Wir machen so, als würden wir schlafen. Eid? Nee, sleep. Ja. Sleep. Soll man da jetzt einfach liegen bleiben, bis er kommt? Er kommt ja schon gleich. Guck, es ist rot. Ist er jetzt aufgestanden von sich selbst? Ich würde da trotzdem bleiben. Der sollte eigentlich jeden Moment erscheinen. Soll ich nochmal saven? Ja, speichere nochmal. Und da Dreh. Ja, mach eine Dreh. Dreh. Mit ganz vielen E. Ja. Bleiben wir hier? Machen wir was? Ich würde da bleiben, zur Sicherheit. Ich weiß das nicht mehr.
Gibt es nicht noch Aufgaben irgendwie jetzt? Wir haben eigentlich hier? Wir haben die Küche gemacht. Wir haben den Kackepott geleert. Wir haben die Hühner gefüttert. Ja. Und wir haben das. Das Arbeitszimmer haben wir auch entstaubt. Gewutschelt und gewedelt haben wir. Ich glaube, sonst ist da ja auch kein Raum. Also sonst können wir nichts machen, oder? Aber ich würde dann schon eher jetzt gerade in unserem Zimmer bleiben, bis der kommt. Raus. Okay, dann geh raus. You see an evil sneer come across the wizard's face. I am hungry. Prepare me a meal. Ich hab Hunger. Mach mir ein Essen. Du jetzt der Wizard? Achso, nee, du bist der Wizard, stimmt. Also, Melanin will was von Meckes. Ich dachte tatsächlich, dass er damit nicht zufrieden wäre. Wenn er schon nur aus seinem Becherchen trinkt und so. Achso, du meinst, der will Burger King? No, whatever der will. Melanin is impatiently waiting for his food. His stomach rumbles as he drums his gnarled fingers on the table. You'd better feed him. Und du fütterst ihn nur besser schnell. Was hat er? Weil er ist schon ich ungeduldig. Ich komme schon mit den Fingern. Mit seinen knochigen Fingern auf dem Tisch. Okay. Pour the bottles in a bowl. Swirl and swallow it down whole. Let the contents slosh and roll. Feel the liquid warm your soul. Manana helps himself to his own beverages. And intoxication isn't your thing. Manana helps sich in die Küche gehen. Was war da jetzt eben mit pour the bottles, blablabla? Ja, ich habe anscheinend gelesen. Das war der Spruch, der draufgeschrieben von wegen, wenn du halt irgendwas willst, dann musst du das und so. Muss ich jetzt kochen oder was? Das? Mit dem Obst? Guck mal, ob du da irgendwie mit der Schüssel jetzt gerade irgendwas aus den Dingern holen kannst. Falsches Symbol. Ja, Entschuldigung. You can't use that item. You can't use that item. You can't use the kitchen shelf holds many. Your muscles ache as you recall the long hours spent. Fortunately, you're not low on but. Kann ich einfach Obst geben? Combining these items produces no effect. Combining these items. This item. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Muss man ihm vielleicht nur seinen Becher hinstellen? Weißt du, wie ich meine? Manannan is impatient. The wizard is not interested in that. Auf den Tisch klicken. Nee. Lies noch mal was auf den Schriftrollen, auf den Flaschen da steht. There are various bottles and bowls on the shelf. There are various. Manannan helps himself to his. Manannan helps. Wo kam denn jetzt eben dieser Spruch, den du hattest, von wegen. Da war, füll mich in die Bowl und dann rühr um und sonst was irgendwie. Weiß es auch nicht. You can't use that item there. Benutze das mal mit den Flaschen da. Dann gib ihm mal irgendwie das Brot oder so. Das ist anscheinend okay. Das auch, ne? The wizard is not hungry at the moment. Er ist nicht hungrig. Okay. Ist er dann? Ist er jetzt durstig? The wizard is not interested. You can't use that. Ja, und jetzt? Red mal mit ihm. Meister? What is it? Speak. Warte jetzt schon. Sprich schnell, Junge. Wie sind die Leute in Ludor? Na, schau dich an. Warum fragst du mich danach? Ich bin nur neugierig. Von dem, was du in der Vergangenheit gesagt hast, scheinen sie dich sehr zu mögen. Selbstsüchtige, pathetische Kreaturen. Immer nur auf das eigene bedacht.
die sollten Respekt haben vor einem alten Mann. Es macht mich müde, mit der Zeit zu gehen, keine Ahnung was. War zu langsam, sorry. Die klingen böse. Ein bisschen wie du. Also die hören nicht gut zu, von wegen. Also Disobedience ist, die befolgen seine Regeln nicht, ne? Ja. Und das ist nicht gut. Und sie werden dafür bestraft, genauso wie du. Okay. Ich weiß nicht, was ich ihm noch geben soll. Er hat keinen Hunger. Kannst du ihm irgendwie Wasser daraus geben? Ich weiß nicht, was ich machen soll, ganz ehrlich. Ja, soll ich die dann nehmen? Hast du noch eine Idee, was wir ihm geben sollen? Ich meine, er sitzt da halt immer noch rum. So gefüttert ist er ja. Und wenn du ihm was geben willst, sagt er ja, dass es nicht mehr hungrig ist. Wahrscheinlich hat er Durst inzwischen jetzt, oder? Oh, er ist da. Okay. Er schaut uns böse an. Sagt er noch irgendwas? Nö, er verkrümelt sich wieder. Okay. Dann ist er wohl satt. Schätze ich mal. Dann würde ich vorschlagen, dass wir gerade mal einen Schnitt machen und uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Und überlegen, wie wir weiter kochen. Ja. Und ich hoffe, ihr hasst Menennen jetzt inzwischen genauso sehr wie wir. Wird noch schlimmer. Ja. Und ich glaube, der Timer, je nachdem, wo der ist, du hast halt auch nicht immer dieselbe Zeit. Nee, ich glaube, wenn du sowieso schon im Haus bist, dann geht die Zeit langsamer, denke ich. Keine Ahnung. Ja, da geht die Zeit schneller um, als wenn du noch irgendwo anders bist. Also eingestellt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war zufällig. Ja, auch so. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi.